4015 Anwärterinnen und Anwärter kamen 2010 zum Eignungstest Medizinstudium, kurz EMS, um einen der 740 Studienplätze in den Diplomstudien Human- und Zahnmedizin an der MedUni Wien ab Herbst 2010 zu erhalten. Das sind rund 3/4 der angemeldeten Kandidatinnen. Davon waren 57% junge Damen und 43% Herren, 65,7% aus Österreich, 31,9% aus dem EU-Ausland und 2,4% aus anderen Ländern. Auf Basis einer seit 2006 geltenden gesetzlichen Quotenregelung stehen für das Studium an der MedUni 75% der Plätze für Studienwerber mit österreichischem Maturazeugnis, 20% für EU-Bürger und 5% für Studienwerber aus anderen Ländern zur Verfügung. Was bei diesem Test getestet wird, erklärt der Vizerektor der MedUni Wien, Dr. Rudolf Mallinger. Rudolf. Beim EMS werden kognitive Eigenschaften getestet, die für ein erfolgreiches Medizinstudium wichtig sind. Es gibt 10 Gruppen, 10 Untertests, und diese Untertests reichen vom Textverständnis über naturwissenschaftliches Grundverständnis, Interpretieren von Tabellen bis zu Konzentrationstests und Merkfähigkeitstests. Studienwerberinnen sich freiwillig einem Internettest unterziehen können, der vor allem soziale Kompetenzen, Persönlichkeitsmerkmale abfragt. Und jeder, der das macht, kriegt eine Rückmeldung, die ihr oder ihm sozusagen sagt, wo er oder sie steht in diesem Bereich. Das ist also ein freiwilliges Verfahren für die Studierenden oder die Studierwilligen, hilfreich für ihre Entscheidung, ist das Medizinstudium jetzt tatsächlich das Richtige für mich oder vielleicht sollte ich vielleicht doch etwas anderes studieren.